Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir ja doch ein bisschen Schaden bekommen. Nee, ich habe mir ein paar Sachen dafür überlegt, um das zu umgehen. Aber bevor wir wieder auf den Kampf zurückkommen, möchte ich mich erst einmal dafür entschuldigen, dass die gestrige Folge so spät kam. Ich vermute mal, dass diese Folge hier jetzt auch an dem heutigen Tag etwas später kommt, da ich Overwatch im Vorfeld noch nicht aufnehmen konnte und sich das deswegen alles ein bisschen verzögert. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich war die Tage jetzt ein wenig krank und konnte deswegen nicht im Vorfeld aufnehmen. Deswegen hänge ich jetzt ein bisschen hinterher. Aber das versuche ich jetzt am Wochenende wieder aufzuholen, dass ich so ein, zwei Folgen im Voraus aufnehme, dass ich dann nicht ganz so viel Stress habe. Und ja, ich hoffe, dass sie dann, wie gesagt, dann ab morgen wieder pünktlich kommen. Wenn nicht, verzeiht es mir, es wird sich auf jeden Fall wieder einpegeln, dass sie dann wieder pünktlicher kommen. Ja, also wieder zum Kampf. Ich habe mir überlegt, die zwei Brüder möchte ich auf jeden Fall drin lassen. Tunkel ist unser Held, den können wir eigentlich schlecht rausnehmen. Ihn brauchen wir auf jeden Fall, damit er oben auf die Klippe springt, weil die können wir wahrscheinlich nicht umgehen. Aber statt Jerun nehmen wir vielleicht jetzt mal Andokai mit. Na, so als Magier hoffe ich mal, dass sie auf Distanz Schaden machen kann. Ja. Was haben wir hier noch an Items, die wir ihr vielleicht geben können? Rüstungstrank. Trocknete Blumen. Nee, alles nicht so das Wahre. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal so. Dann können Andokai und Böen die gleich oben auf die Klippe, da die Orks angreifen. Mit den beiden versuchen wir dann die Gegner so ein bisschen runterzuschubsen. Ach, den mächtigen Dieb, genau, den auch mitnehmen. Und hier war das Schild, das ich mitnehmen wollte. Was hatten wir dafür weggenommen? Ich glaube, den Ausfeger, genau. Ja, dann versuchen wir es doch nochmal. So. Gucken wir nochmal. Da hinten sind Orks. Vielleicht können wir die auch hierher locken, dass wir hier einfach mal kurz warten. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Gucken wir mal. Energiestrahl. Okay, ist jetzt nicht so die mega Reichweite. Ja? Was denn? So, die hätten wir auf jeden Fall angelockt. Ups. Ja. Da hatten wir jetzt nur zwei, da brauchen wir noch nicht mal Fähigkeiten einsetzen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Was denn? Ja. Warum kommt ihr nicht mit? So gut wie erledigt. Haben wir ihn nicht markiert? Scheint so. So, wie schaut's aus? Da kommen sie gleich wieder. Locken wir auf jeden Fall nochmal hierher. Ah, da kommen sie gleich. Sie wissen noch nicht, dass sie in ihr Verderben laufen. So, da haben uns welche gesehen. Zwei kommen zu uns. Leute, nicht darunter.
ist Pech was für denn? Dich. Für Wrakas. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Ja. Irgendwie jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber wenn wir die vier gleich weg haben, dann sieht das doch schon mal besser aus. Und dann haben die anscheinend letztes Mal auch Alarm geschlagen. Da hat uns einer entdeckt. Zwei. So, jetzt haben wir uns auf jeden Fall alle vier gesehen. Läuft der jetzt ernsthaft weiter? Ich glaube, der gibt Alarm. Gibt der da hinten jetzt Alarm? Wäre schlecht. Interessant, dass die nicht helfen wollen. Komm, hau ihn. Ach. Okay, da ist mal wieder ein Bug. Die neue Fähigkeit nimmt er nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Und jetzt? Vielleicht bringt's an. Was denn? Ja, ja. Gehen wir mal nur mit ihm dahin. So, der hat uns jetzt auf jeden Fall gesehen. So. Cool, wir sind an den Bogenschützen vorbeigekommen. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall da hinten lang, ne? So, wartet mal eben hier, bis alle da sind. So, jetzt sollten wir uns auf jeden Fall die schnappen. Die ist schneller als die anderen. Okay. Dann geht der zwei doch schon mal vor. Und jetzt der Rest hinterher. Das ist Pech für dich. Einmal reinstürmen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie jemanden warnen können. Genau, das haben wir ja jetzt vor. Oh. Da läuft einer durch. Ja, ja. Nun pass da. Das ist der Kerl, der uns immer getötet hat. Töte ihn, töte ihn, töte ihn! Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Aber sie folgen alle Böndil. Dann können wir die hier so ein bisschen im Kreis ziehen, während die anderen da hinten töten. oder auch nicht. Schau doch mal. Jetzt bin ich aber gespannt. So, wie viele Gegner haben wir denn hier noch? Wir haben da einen. Ach komm, mach's auf den. Kettenblitz. Du läufst dahin. Was ist? Oh, komm, du gehst auch da lang. Bin unterwegs. Chancenlos. Ja? Zu einfach. So, springen wir mal hier durch. Und den anderen ein bisschen ablenken. Komm, auch durch. Ach, das schöne Schwarmverhalten.
Ich glaube nicht, dass das so gewollt war ursprünglich von den Entwicklern, aber es interessiert mich jetzt nicht. Vielleicht bringt's was. Wenn's sein muss. Ah, da lebt noch einer. Was für eine Zeitverschwendung. So, Kettenblitz. Vielleicht bringt's was. Das wird jetzt wehtun. Hm? Da. Aber klar. Da waren wir ja gerade. Von da haben wir sie ja geholt. Nochmal durchspringen will ich eigentlich nicht. Aber machen wir einfach mal, oder? So können wir sie auf jeden Fall beschäftigen, bis die anderen drei soweit sind. So, dann haben wir hier. Chancenlos. Abscheuliche Kreatur. Was denn? Also gut. Mit Vergnügen. Vielleicht bringt's was. Oh, der Kettenblitz springt aber doch gut über. Zeitverschwendung. Spüre meine Macht. Mhm. Kriegen wir den da? Kriegen wir. Sehr schön. Oh, da haben wir einen großen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ja? Wo kommen die jetzt her? Wir könnten vielleicht versuchen, den runterzuschmeißen. So gut wie erledigt. Dann gehen wir mal mit allen dreien dahin. Und jetzt? Ja, und jetzt springst du den mal wieder aus dem Weg. Und in der Zeit. Gucken wir mal, ob wir den hier so positionieren, dass wir ihn runterschmeißen können. Das ist Pech für dich. Ich will euch alle drei haben. Lauf dahin. Also gut wie erledigt. Hier kommt dein Ende. So, dann machst du mir nochmal hier einen Blitzschlag. Sofort. Du läufst dahin und haust den hier mal. Was für eine Zeitverschwendung, ja? Ich sollte mir angewöhnen, hier mit den Knöpfen zu arbeiten oder direkt mit anklicken. Der Schlag geht von rechts nach links. Das heißt, wir müssen so hinter denen. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Oh, das ist Pech für dich. Nee, will nicht. Das gefällt mir nicht. Vielleicht bringt's was. Ah, aber es hat Schaden gemacht. Auf dem Weg. Einer weniger. Auf dem Weg. Einverstanden. Und jetzt? So. Und dann retten wir ihn jetzt mal. Zu einfach. Erledigt. So, die drei waren ja jetzt fertig, ne? Genau, die haben nichts mehr. Dann. Ah, ich muss ein bisschen rauszoomen. Ich sehe gerade nicht so viel, wie ich sehen will. Okay, liegt an der Klippe. Sofort wie erledigt. In Ordnung. Was ist? Einer unterwegs. Jetzt bin ich aber gespannt. Was denn? Aber klar. So. Dann sind wir auf jeden Fall wieder alle an einem Ort. Und jetzt? Was denn? Vielleicht bringt's was. So, dann heil du dich mal. Also gut. Und dann hau da mal ein paar Kettenblitze rein. An Lokai. Was denn? Komm her, du! Wo ist der Nächste? Hossa! Könntest du mal? Es lief so gut. Nein. Okay, aber es mit dem Vorbeischleichen lief eigentlich doch recht gut.
Uns ist nur bei den Bogenschützen einer davongelaufen. Oh, das ärgert mich. Mensch. Auf ein neues. So, erstmal Andokai mitnehmen. Und wenn das von Tungtil und von Röndal mit den Fähigkeiten nicht klappt, lassen wir sie einfach weg. Wir versuchen es nochmal mit uns. Nochmal, indem wir uns da vorbeischleichen. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Warum schießen die jetzt auf uns? Haben die uns entdeckt? Aber wenn ich rauszoome, ich sehe jetzt keinen Ork, der da losläuft. So, die sind auch alle im Kampf mit uns. Erstmal ein paar Blitzschläge rein. Also gut. Gucken wir mal, ob das jetzt nochmal klappt mit dem Schubsen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Chancenlos. Vielleicht bringt's so. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach hier durchzulaufen. Also nicht da, sondern hier außen rum. In der Hoffnung, dass uns keiner entdeckt. Anhieb erstmal gut aus. Scheint geklappt zu haben. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier lang und schalten wir die Geschütze von hier aus. Von hier einmal aus. Andokai, hau da mal die Blitze rein. Friendly Fire. Ach, hauen die Orks sich gegenseitig? Das finde ich ja gut. Was ist der nächste? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zu einfach. Dann einer weniger. Oh, das ist Pech für dich. So gut wie erledigt. Jetzt bin ich aber gespannt. Mit Vergnügen. Ich hab kaum gewehrt. Spüre meine Macht. Auf den Weg. Ah, vielleicht sollte Andokai da einmal runterkommen. Ja. Und jetzt? Ja, bin unterwegs. Oh, wir können uns auch selbst hauen, so wie das aussieht. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Schluss damit! Was denn? Aber klar. Hey, nein, du sollst das Ding hauen. Was ist? Ach ja. Warum macht das Ding kaputt? So, den jetzt noch. Sehr schön. Andokai, du sollst auch mitkommen. Oh, wie machen wir das jetzt mit dem Lager da? Vielleicht können wir die aufteilen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, auch. Wir versuchen es mal erstmal nur mit einem. Aber klar. Puh, vielleicht können wir die ja weglocken. Ja, ja. Aber klar. Und was da? Umher, du. Nee, nur zwei. Ich wollte ein paar mehr haben. Ja, komm her. Wir schnetzeln dich. Oh, tasten wir uns halt langsam vor. Den großen kriegen wir auch noch. So. Freunde, wir bringen euch was mit. Ich hab da was für euch. So.
Sofort wie erledigt. Was ist? Oh, das ist Pech für dich. Und da geht der Groß in die Knie. Vorhin war der irgendwie gefährlicher. Ja, bin unterwegs. Tungel auch mitkommen. Ich hatte hier was für eine Zeitverschwendung. Den tollen Strahl gemacht. Stellt euch mal dahin, dann habe ich nicht ganz so viel Angst, dass euch was passiert und ihr runterfallt. Wo ist der nächste? Ja. Aber klar. Geht da mal hoch. Schalt mal die Bogenschützen aus. So. Aber klar. Nun fast da. Aber klar. Autsch. Aber noch so ein Schlag und der müsste weg sein. Ein Aktionspunkt noch, komm schon. Da geht er in die Knie. Und Kai langweilt sich anscheinend gerade. Spüre meine Macht. Blitzschlag. Das wird jetzt wehtun. Ich hab gesagt Blitzschlag. Nutzlose Magie. Was denn? Sofort was da. So, die kann er hier mal eben alleine ausschalten. Oh, der hat überlebt. Also Böndel hat auf jeden Fall seinen Spaß. Ein Zwergarmee. Aber klar. Wo ist der nächste? Und was da? Und der nächste. Komm her, du. So, mit den nächsten drei Punkten schalten wir erstmal den aus. Ich frag mich gerade, wo der Bogenschütze ist, der uns gerade auf uns geschossen hat. Ach, da hinten. Nee. Wo ist der nächste? Ach, da oben noch. Okay. Na, lock die mal erstmal weg. Aber klar. Hossa! Wo ist der nächste? Wenn wir uns die einzeln schnappen, sind die echt keine Gefahr. Hat sich ja kaum gewehrt, aber klar. So, den noch. Aber der will sich auch alleine mit uns anlegen. Weil eigentlich könnten wir jetzt mal aus Spaß den einmal enthaupten. Schon fast da. Aber klar. Wo ist der nächste? Schon fast da. Aber klar. Wozu braucht man vier Zwerge oder drei? Böndil macht alles alleine. Wow, weg. Aber klar. Komm her, du. So, wir brauchen neue Aktionspunkte.
schlagen lassen wollen wir uns auch nicht. Aber klar. Wo ist der nächste? Okay, ist schon weg. Aber klar. Sind hier unten noch welche? Das könnte eventuell der Schluchtausgang schon sein. Eigentlich wollte ich die Folge ja gar nicht so ganz lange machen. Aber es reizt mich ja jetzt, da hinten noch die Viecher auszuschalten. Komm, das machen wir. Wir schalten die da hinten auch noch aus. Dann haben wir alle Orks bis auf den da oben. Da komme ich nicht ran. Hey, ihr beide sollt auch kämpfen. Auch wenn ihr nicht so schwer, so schnell seid. Ihr dürft den beiden gerne helfen. Sehr gerne. Jetzt bin ich aber gespannt. Also gut. Dort oben. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie jemanden warnen können. Wenn es sein muss. Das wird jetzt wehtun. Ah, hey. Vielleicht bringt's was. Wenn es sein muss. Okay. Was denn? Er muss das regeln. Auch wenn es niemanden mehr gibt zum Warnen. Aber klar. Nicht, dass da gleich noch aus dem Nichts NPCs auftauchen. Oh, das ist zu weit gesprungen. Er hat sich ja kaum gewehrt. Hm? Na gut, gucken wir mal, was die beiden hier hinten machen. Sofort! Ja. Nee. Bam, einer Zack, weniger. Einer noch. Sehr gerne. Tun wir. Mach den mal zu Ende. So, jetzt müssten wir aber alle haben. Ja? So, was ist? So gut wie erledigt. In Ordnung. So. Also, ich sehe keine Orks mehr, bis auf den einen auf dem Posten da oben. Aber da kommen wir ja nicht ran. So. Und jetzt? Aber gerne. Sofort. Ich wollte euch alle haben. Ach ja. Okay, den Ausgang haben wir damit erreicht. Wir sollten in die Höhlen und Stollen hinabsteigen. Da gibt es bestimmt noch mehr von denen. Oder wir sollten uns darauf konzentrieren, endlich die Festung Ogator zu erreichen, Boindil. Du ignorierst das beleidigte Gesicht deines Freundes und ihr macht euch auf, das Gebirge der Orks hinter euch zu lassen. Da. Ja, da haben wir es doch endlich geschafft. Wir haben die Orks geschnetzelt. Die sind tot. Wir haben sie vernichtet. Und wir könnten jetzt weiter marschieren. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und wie am Anfang der Folge gesagt, hoffentlich wieder dann pünktlich die Zwerge zum 17 Uhr
und Overwatch zum 16 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.